Ein altes Wandbild. Und diese Gefäße. Griechisches Feuer. Die unsterbliche Armee des Propheten. Mit dem griechischen Feuer waren sie unaufhaltbar. Der Geruch. Oh nein. Lebendig verbrannt. Oh Gott! Ich kann nicht. Warum kann ich nicht? Ich will. Oh, Doktor. Bitte. Das getan haben. Was zum Teufel ist das? Seit einem Monat gehe ich ins Forum, um dem Propheten zuzuhören. Ich trage einfache Kleidung. Für den Sohn eines großen Hauses wäre es ungebührlich, hier gesehen zu werden. Es gibt Gerüchte, dass die Patrizier und die Kirche des Westens den Propheten zum Schweigen bringen wollen. Ich kann nur zuhören und die Worte des großen Mannes wiedergeben. Kein Mensch hat je die Wahrheit über Gott gesagt, da kein Mensch sie kennen kann. Das Herz eines Bauern oder Soldaten ist von heiligerer Natur als die Herzen von Fürsten und Kaisern. Wir alle werden von jenen getäuscht, die vorgeben, im Namen des Schöpfers zu sprechen. Kein Mensch spricht für ihn, da seine Stimme der Himmel, das Wasser und der Lauf der Welt ist. Vom Tor, sofort! Bestätigt.
Oh nein. Schwefel. Hier kann alles in die Luft gehen. Nichts wie weg. Muss noch hier sein. Ausgänge sichern. Wir müssen das Paket zurückholen. Hier, hab sie gefunden! Das dürfte mein Ausgang sein. Die Statue ist instabil. Wie es aussieht, muss ich griechisches Feuer benutzen. Jetzt nur noch die restlichen Stützen beseitigen. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Diese Gefäße irgendwie mit dem Kran anheben können. Mehr Gefäße mit griechischem Feuer. Es sind so viele. Sie waren wohl stets für den Krieg gerüstet. Man muss diese Gefäße irgendwie mit dem Kran anheben können.
werde diesen Weg zurückgehen. Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Man muss diese Gefäße irgendwie mit dem Kran anheben können. Man muss diese Gefäße irgendwie mit dem Kran anheben können. Sie müssen hier gelagert worden sein, aber diese Behälter sind beschädigt. Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Dylan! Scheiße! Horst! Dylan hat's erwischt! Was? Auf keinen Fall! Er ist tot. Etwas hat ihn gepackt. Wir sind übrig. Wir müssen weitergehen. Zusammenbleiben. Immer noch kein Funkkontakt? Nichts. Ich glaube, wir sind das Einzige übrig. Wir müssen uns zurückziehen. Den Weg, den wir gekommen sind, können wir nicht nehmen. Dann suchen wir vielleicht einen anderen Ausgang. Wenn wir hier bleiben, sind wir tot.
Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Man muss diese Gefäße irgendwie mit dem Kran anheben können. Noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Übrig.
Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Das sollte den Weg etwas freimachen. Das Wasser irgendwie nutzen könnte. Observatorium in den Bergen. Schon unterwegs.
Dies erinnert an den Aufbau einer großen Stadt. Kitesh. Lara! Lara! Bist du da oben? Jonah, bist du das? Kleiner Vogel! Du bist am Leben! Ich wusste es! Mein Gott! Jonah, was machst du hier? Wo bist du? Ich bin hier oben in einer Art Festung. Du kannst Jacob dafür danken. Seine Leute haben mich halbtot in der Tundra aufgelesen. Ich kann's nicht glauben. Du bist mir gefolgt. Ist das so schwer zu glauben? Ich sagte doch, ich halte dir den Rücken frei. Ich konnte dich nicht im Stich lassen. Ich bin auf dem Weg zu dir. Bleib einfach, wo du bist. Genau das hatte ich vor. Sei bloß vorsichtig. Lara, gut, dass Sie noch bei uns sind. Die Eindringlinge sind über das ganze Tal verteilt. Aber wir drängen Sie zurück, wo wir können. Wir können Ihre Hilfe immer brauchen. Wir wissen, dass wir Ihnen vertrauen können. Das Heft eines alten Dolches wurde wohl aus Knochen geschnitzt. Die Klinge fehlt schon lange, scheint ein Oberschenkelknochen zu sein. Nahezu sicher von einem Menschen. Vielleicht ist es eine Art rituelles Objekt. Jemand anders hat Trinity in der Dunkelheit unter der Kathedrale angegriffen. Könnten das die Unsterblichen sein, die Sophia erwähnte? Und wenn ja, welche Rolle spielen sie bei all dem? Ich habe so viele Fragen. Aber im Moment bin ich nur erleichtert. Jonah lebt. Ich hätte wissen müssen, dass er mich suchen kommt. Und Gott sei Dank fanden ihn Jacobs Leute, bevor er Trinity in die Arme gelaufen ist. Ich wollte nicht, dass er sich auch in Gefahr bringt. Aber ich muss zugeben, ich bin froh, dass er hier ist.